Wir haben uns getroffen und haben gesagt, wir wollen vielleicht etwas in ganz ruhiger Ort bewirken, dass man auch morgens aufmerksam worden sei. Wir haben beschlossen, Fackeln in Amberg und Nellwörf an der einzelnen Infahrten von den Betrieben aufzustellen und in Düsten anzustecken. Und wir haben Verkaufen aufgestellt. Die sind jetzt eingewickelt von Düsten bis Sonntag sind die aufgestellt. Und vielleicht, wenn sie das sein, denken Sie doch, nicht alles, was da so toll aussieht, ist auch so toll. Wir haben ganz große Sorgen und wir bedanken uns für unsere Bürgermeister hier ganz herzlich, dass wir was sagen würden. Und auch danke, haben wir auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar, was uns Melk hergestellt worden ist, seit er jetzt als Geschenk überreicht haben. Und wenn er macht, kann er auch jeden von uns ein Glas frisch gekauft Melk ziehen. Herr Bürgermeister, mochen Sie ein Glas Melk? Ja. Das ist von Lieselotte von Mörs-Dichburg. Das schmeckt genau. Lecker. Seien Sie mal, wenn der Flöte das schmecken, da die Löwe, das schmeckt ja dann auch an. Ja, man hält den für die unbedarft sind so drin. Und ich bedanke mich jetzt enorm von all uns Berufskollegen, nicht nur von uns Frauen, für den Zuhören und hoffentlich auch für ein bisschen Verständnis. Dankeschön. Ja, nur ein anderes Thema. Lehrst du mit der Nachgründung von den Fachhochschulen MD oder DM in besonders wichtig Hochschulstandort, den wir umbauen mussten. Der Nähpräsidentin, was halt die Nähto Tee trinken. Die will zusammen alle am Problem stellen. Und sie ist auch das erste Mal hier wie die Gallimax-Eröffnung. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hegele. Christina Streis, das drückt man dann auf. Auf dem Jahr gibt es wieder ein Heimatspiel, was immer wohl zu betrieben ist. Ein Stück und Tollhus, was dem Jahr die Sperrung von den Jan-Berghaus früher. Mehr als ein Jahr waren die Heiderlanders und die Bingomers von uns abschneiden. Das passt wohl so, als wenn man auf Insel lebt, immer auf Julius angewiesen zu sehen. Ein Applaus für die Heiderlanders und Bingomers, dass sie die Helden tief zur Tür holen haben. Nun können wir leider dann, dass wir in so einem Allspruch sagen, Lehrer geil, dann kommen wir an. Wir wollen wir auch an die Ems, wenn das um Schlichtheit. Der Ems-Kanal ist die Lösung und wird der neue Oberlehrer dann zerstören. Vielleicht bringen uns die Versuche wieder Sperrwerk da wird. Wenn nun die Schwacken mit den Gehlen in eine Regierung sind, versuchen wir dann nochmal an Geld reinzukommen. Peter Konnemann, Michael Goldmann und Clemens Wollen, die nun nicht mehr in Berlin ist, haben uns immer unterstützt. Die Bürgers von hier können die Millionen für uns Haufen nicht aufbringen. Das ist klar. Die Bogenhöhe. Oder mussten wir sagen, da kommt ihr dann Schiff mit Geld über die Fliegenbach als Geld von Hannover und Berlin. So viele Probleme uns Industriehafen uns auch mobbt. So viel profitieren wir von uns Handelshafen. Der Toten liegt bald ein Schmückstück mehr. Die Dampfschiff Prinz Heinrich, die Frau zwischen Lehr und Borkum unterwegs was, ist dem Jahr 100 Jahre alt worden. Und dort ehrenamtlich wie auf Stehhorf. Da köstlich an den Tiet man auch heil viel Geld. Ich finde das auch, wenn Menschen sich so engagieren. Wir wollen achten, danke dir. Von daher will ich jetzt noch einmal umdrehen und dann will ich auf Video gehen. So. Rettau, Rettau, Rettiche Dau, die Stadt der Hörte König Dau. Rettau, Rettau, Rettiche Dumm, die Bermesse lebt bewegen. Nimmt's mach kommen auf Berg oben, bevor die Glocke neben schleicht. Wie belüst von Gauderen,
Und all, was über dein Bund ist, ist nur im Auto bringen. Und Dono Vito Freimark. Wort nochmal an Herrn van Veen aus Winschoten und an Trevor. Thank you.